Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Keller.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Markus an. Dieser hat über DigiMember geschrieben, welches er mit 4,7 Sterne bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. DigiMember ist ein Plugin, welches eine WordPress-Seite in einen exklusiven Mitgliederbereich umgestaltet. Im Rahmen meiner Erfahrungen, die ich mit DigiMember Pro gesammelt habe, möchte ich davon berichten. Zuerst möchte ich euch vorstellen, was DigiMember genau ist und was sie anbieten. DigiMember stellt ein WordPress-Plugin zur Verfügung, welches jede WordPress-Internetseite so verwandelt, dass nur eingetragene Mitglieder Zugang haben. Nach der Installation und Aktivierung des Plugins erhält man in Windeseile einen neuen Mitgliederbereich. DigiMember kann man sich kostenlos herunterladen, aber man muss bedenken, dass in dieser Version nicht alle Features enthalten sind. Ich werde lediglich auf DigiMember Pro Bezug nehmen, welches man in Form eines Abonnements monatlich oder jährlich bezahlen kann. Die Funktionen von DigiMember Pro. Als Mitgliederseite von DigiMember Pro kann man unbegrenzt viele Produkte anbieten. Man kann selbst entscheiden, wie viele unterschiedliche Membership-Level es gibt und zu welchem Level welches Produkt gehört. Es bleibt einem selbst zu entscheiden, ob man seine Inhalte kostenlos oder kostenpflichtig anbieten möchte. Dabei besitzt man die Flexibilität, auch nur einzelne Inhalte zu schützen und erst später freizugeben, um eventuell bei Besuchern Interesse und Neugierde zu wecken. Zudem hat man die Möglichkeit, Seiteninhalte zeitgesteuert freizuschalten oder den Zugang zeitig zu begrenzen, täglich, monatlich, wöchentlich. Bestehende Inhalte können problemlos von DigiMember übernommen werden. Sobald sich jemand als Mitglied registriert, kann man die E-Mail-Adresse im E-Mail-Verteiler von DigiMember aufnehmen lassen, sodass man die Chance hat, Angebote, Neuigkeiten oder sonstiges einfach per E-Mail zu verschicken. Außerdem gibt es eine Funktion, über die sich Mitglieder in ihrem Facebook-Account auf der Mitgliederseite einloggen können. Dies ist natürlich erst möglich, nachdem sie sich auf der Seite registriert haben. Weiterhin bieten sie einen Download-Manager, den man ganz nach seinen Wünschen einstellen kann, zum Beispiel wie oft Content heruntergeladen werden darf oder zu welchem Zeitpunkt. Hierbei kann man seine Download-URL verschlüsseln lassen, sodass auch diese geschützt sind. DigiMember übernimmt den kompletten Schutz von Inhalten auf deiner Seite. Zusätzlich überwachen sie die Zahlungseingänge und sperren bei Zahlungsausfällen den Zugang zur Seite. Es werden eine Vielzahl von Bezahlanbietern bereitgestellt, darunter PayPal, Visa, Mastercard und so weiter. Nach ersten Zahlungseingang wird automatisch der Zugriff auf den Mitgliederbereich freigeschaltet. Meine Erfahrung und Meinung. Das Installieren und Freischalten von DigiMember ist wirklich kinderleicht. Da ich nicht gerade sehr bewandert auf dem Gebiet bin, was Seitenerstellung und alles in dieser Richtung betrifft, war ich gespannt, ob ich es dennoch ohne weitere Hilfe von außerhalb hinkriege. Ich wollte eine Mitgliederseite erstellen für einen Verein, den ich betreue. Mein Gedanke war, dass jedes Vereinsmitglied automatisch Zugang zu der Seite erhält, aber auch Außenstehende, das heißt nicht Vereinsangehörige, konnten sich einen Zugang erkaufen. Tatsächlich konnte ich dies auch alles in die Tat umsetzen. Alle Erklärungen sind für Anfänger geeignet, sodass ich auch ohne Vorkenntnisse nicht unbeholfen blieb. Besonders ansprechend finde ich das Feature der persönlichen Ansprache. Man hat hier die Möglichkeit, dass wenn sich ein Mitglied einloggt oder generell auf der Seite herumsurft, die Person namentlich angesprochen wird. Entweder in einer Art Begrüßungstext oder auch in Überschriften. Oder an anderen gewünschten Stellen. Dazu muss man nur einen Shortcode dort einbinden, wo man gerne das Feature sehen würde. Ebenso hilfreich ist der Produktgenerator, mit dem man auf der Seite unkompliziert und schnell Produkte erstellen und freischalten kann. Durch die unvermittelte Synchronisierung mit DigiMember selbst ist das Produkt innerhalb kürzester Zeit bereit zum Verkaufen. Besonders empfehlen kann ich übrigens den Facebook-Login. Ich hatte hin und her überlegt, ob das wirklich nötig war und mich dann entschieden, es einfach testweise einzuführen. Innerhalb weniger Tage habe ich festgestellt, dass die Logins zugenommen haben. Ich denke, dass gerade die Unkompliziertheit von Facebook die Leute dazu animiert, sich anzumelden und vor allem angemeldet zu bleiben. Übrigens gibt es auch ein sehr umfangreiches Handbuch zu DigiMember und allen Funktionen. Falls ich also nicht genau wusste, wie etwas funktioniert, habe ich es im Handbuch nochmal nachgelesen. Öfter als ich gerne zugeben würde. Hier findet man alles von der Installation, den Einstellungen und erweiterten Einstellungen bis hin zu den Shortcodes. Dabei ist alles so geschrieben, dass man es als Nicht-Experte verstehen kann und zusätzlich mit Screenshots von den Zwischenschritten versehen. Nachdem ich einmal eine etwas detailliertere Frage bezüglich der Bezahlungen hatte, habe ich bei DigiMember angerufen, wo ich sehr freundlich und kompetent beraten wurde. Alles in allem bin ich von DigiMember Pro begeistert und werde weiterhin dort angemeldet bleiben. Ich bin als Anfänger eingestiegen und bin dennoch zurechtgekommen und habe mich zu keinem Zeitpunkt verloren in komplizierter Internetsprache gefühlt. Für mich sind die monatlichen 27 Euro für die Mitgliedschaft absolut gerechtfertigt. Falls du immer noch nicht komplett überzeugt bist, kannst du übrigens einen telefonischen Termin mit DigiMember vereinbaren, wo man beraten wird und wo man zudem die Möglichkeit hat, alle unbeantworteten Fragen beantwortet zu bekommen. Ich habe das damals wahrgenommen, weil ich unsicher war, ob dies der richtige Weg für mich war. Sie haben sich wirklich sehr viel Zeit genommen.
Innerhalb von ca. 20 Minuten waren alle meine Fragen und Zweifel aus dem Weg geschaffen und ich hatte mich angemeldet und es bisher nicht bereut. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.